Katastrophenalarm in großen Teilen Osteuropas, in Polen, in Tschechien, in Niederösterreich. Überall ist der Katastrophenalarm hier ausgelöst worden. Ihr seht einen Black Hawk Hubschrauber. Hier seht ihr einen Gebirgsfluss. Es ist wirklich phänomenal. Das Wasser, es wurde angekündigt und die Leute, sie wurden nicht ausreichend gewarnt. Es gibt schwere Vorwürfe gegen die öffentlich-rechtlichen Sender. Wenn es diesmal wieder Tote gibt, dann haben diese Tote auch Fernsehsender zu verantworten. Diese These ist gar nicht von mir, die ist von Jörg Kachelmann. Er ist wirklich außer sich vor Wut. Er hat die Woche mehrere Sonderstreams und Sondersendungen gemacht, was es bedeutet, wenn 300 Liter pro Quadratmeter fallen. Man hat das Ganze immer so weggetan und abgewehrt und so, ja, dann regnet es halt wieder ein bisschen und dann gibt es ein bisschen Hochwasser. Die Leute, die in Physik nie aufgepasst haben, die in Mathe immer geschwänzt haben, die jetzt da stehen und überall von der Klimakatastrophe reden, denen sei gesagt, aktuell wird die Stadt Wien beschützt durch ihren Hochwasserschutz, der ausgelegt ist für ein tausendjähriges Hochwasser. Es kann so viel Wasser aufnehmen wie das Hochwasser von 1501 aus Mitteleuropa. Wir hatten solche großen Wassermassen hier schon ohne industrielle Revolution. Jetzt immer wieder den Klimawandel heraufzubeschwören, das ist völliger Wahnsinn, kann ich euch sagen. Wir müssen über Fakten reden. Fakten sind, warme Luft transportiert mehr Wasser. Die warme Luft, sie kam dann auch zu uns und es gab Besonderheiten. Das Problem ist, dass es in relativ kurzer Zeit alles abgeregnet ist. Aber wir schauen uns hier einfach mal katastrophale Szenen aus Polen an. Ganze Straßenzüge, teilweise fernab eines kleinen Flusses, sind hier regelrechte Sturzbäche geworden. In Österreich stand dann jemand da und sagte, es ist vom Hang hinuntergelaufen, das Wasser. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn Wasser von oben nach unten läuft. Ich bin immer wieder schockiert, wie sie hier einfach alles wegignorieren. Guckt euch diese Bilder an, diese Straßen hier, das ist jetzt in Österreich. Ist völliger Wahnsinn, kann ich euch da sagen. Und im deutschsprachigen Raum, die Leute sitzen alle zu Hause und dann fängt man irgendwann mal an zu evakuieren. Es gab gestern wenige, sehr wenige Stellen, die präventiv evakuiert wurden. Man wartet dann immer, bis irgendwo ein Deich bricht oder das Wasser schon auf dem Weg ist. Und wir haben hier mehrere zerstörte Brücken. Deswegen bin ich auch so kritisch, was die Sache in Dresden angeht. Sie pokern hoch und am Ende könnten sie verlieren. Die Leute, die mir immer vorwerfen, ich wäre kein Praktiker. Nochmal, ich bin ein gelernter Schlosser. Der Schlosser, der es als teilweise Berufsethos hat, in einer Havarie halt gerufen zu werden, um irgendetwas zu reparieren. Der Schlosser, der von Natur aus die Reparatur einer Sache aber in seinem Berufsethos trägt, dem immer vorzuwerfen, er hätte keine Ahnung. Könnt ihr machen, wenn ihr Spaß dran habt, dann macht weiter. Aber wir werden bald sehen, die Scheitelwelle, sie rollt zu auf Dresden, Mittwochabend wird sie erwartet. Wir werden sehen, wer am Ende recht hat. Und jetzt schauen wir uns mal diese Brücke an, die ist hier in Polen gewesen. Was ihr seht, ist ein Neubauversuch einer Brücke und das ist eingestürzt. Das ist die Bewährung. Man hätte die jetzt betonieren müssen, die obere Decke der Brücke. Und das Schlimme ist, sie liegt jetzt natürlich im Flussbett, im Weg. Es staut sich daran, das ganze Treibgut auf und die ganze Stadt, wirklich die ganze Stadt, ihr könnt die Bilder neben mir verfolgen, ist inzwischen hemmungslos überflutet. Wahrscheinlich wäre sie auch ohne diesen Brückeneinsturz hemmungslos überflutet gewesen. Aber ich habe noch mehr Brückeneinstürze heute mitgebracht, alleine nur wegen dieses Hochwassers. Deswegen finde ich das so fahrlässig, wie man in Dresden jetzt so hoch pokert. Es gibt hier sogar noch Hinweise darauf, dass man nicht so ganz sicher ist. Man hat es zwar, also man hat die Dresdner Situation rechnen lassen von einem Ingenieurbüro aus Nürnberg, die sagen, das Teil würde sich vermutlich nicht bewegen und vermutlich hinter der Augustusbrücke wäre der Strömungsunterschied ausgeglichen. Wollen wir nur hoffen, dass es auch dabei bleibt. Ihr seht hier in Polen, es ist alles hinüber, es ist alles zerstört und es kam mal wieder mit Ansage. Ich will ja gar nicht leugnen, dass das Wetter sich verändert, aber der Mensch mit seiner Bebauung ist der Hauptfaktor in diesem Ganzen. Das ist nicht nur, dass wir Flüsse begradigen und dem Fluss das ganze Flussbett rauben, in dem es sich früher natürlich ausgebreitet hat, während diesen Hochwassersituationen. Es kommt noch die ganze Oberflächenversiegelung hinzu. Wir nehmen natürliche Sickerflächen weg und leiten dieses Wasser woanders hin. Und wohin? Ja, da, wo das restliche Wasser auch aufschlägt. Also wir verknappen quasi die Aufnahmefläche unserer Erdböden für das Wasser und wundern uns dann am Ende, wenn es uns oberirdisch entgegenrollt und wie eine Wucht ins Gesicht schlägt. Ja, es ist nicht das erste Hochwasser dieses Jahr,
Aber es wird auch jeden Tag in Europa, es werden Dutzende Fußballfelder von Fläche weiter versiegelt. Das heißt, die nutzbare Fläche für das Regenwasser, sie wird von Tag zu Tag kleiner und damit werden auch diese Fluten höher. Und nochmal, es gab in der Vergangenheit schon Hochwasser, die waren höher und die waren teilweise höher, obwohl damals die Flussbetten noch gar nicht begradigt waren und der Fluss sich ausbreiten konnte. Und dennoch hat man so viel Hochwasser schon früher gesehen. Da hat es Wochen und Monate lang geregnet. Jetzt hat es hier nur 3 Tage geregnet. Schaut mal hier, diese Brücke. So sieht das auch bald in Dresden aus. Und deswegen halte ich das für so fahrlässig, dann da einen eingestürzten Teil stehen zu lassen. Wir werden wirklich sehen, was passiert. Das ist eine weitere Brücke, die ist in Tschechien, ist nur eine Fußgängerbrücke. Aber ihr seht nichts mehr außer den Einstiegspunkt am Ende. Und Wassermassen, man kann es sich kaum vorstellen. Es sind Naturgewalten. Man kann sich das so leicht verschätzen. Toi, toi, toi für Dresden, dass das am Ende alles gut geht. Sie haben ja sogar den Viertelpfeiler am Ende noch stehen lassen und haben dann groß angekündigt, ja, jetzt ist es vorbei quasi. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt haben wir hier nochmal Bilder für den. Es gibt eine Donauinsel in Wien. Ich grüße auch alle, die aus Österreich zuschauen und kann euch nur wünschen, dass ihr trockene Füße habt und dass es nicht so schlimm wird. Wien hat in den 60er, Ende der 60er Jahre beschlossen, einen umfassenden Hochwasserschutz zu bauen. Und zwar gibt es eine Donauinsel, ist 21 Kilometer lang. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt quasi bei Wien einen Seitenarm der Donau, den man da aus früheren, also es ist die untere Donau, glaube ich, wie das heißt, hat man da genutzt, hat das angeschlossen quasi an das ganze Flusssystem. Und in einem Normalfall ist das ein stehendes Gewässer. Aber genau für diese Situation jetzt kann man diesen Kanal fluten und man kann 14.000 Kubikmeter pro Sekunde Abfluss erzeugen. Und bei Planung hat man das ausgerechnet und hat gesagt, das ist mehr Wasser, was dieser Kanal hier aufnehmen kann, als bei dem schweren Hochwasser 1501, das schwerste jemals in Österreich gemessene Hochwasser in der Vergangenheit. Das heißt, man hat hier ungefähr einen 1000-jährigen Hochwasserschutz installiert und schaut euch an, wie es aussieht. Sie wissen nicht, ob es hält in Österreich, aber stellt euch mal vor, Sie hätten das nicht. Wir hätten in Österreich bestimmt 100.000 Obdachlose, wenn nicht sogar weit mehr obdachlose Menschen, eingestürzte Gebäude und die ganzen Brücken in Wien. Es ist knapp. Es ist auch die U4-Brücke. Da waren noch 22 cm Luft vorhin. Es regnet weiter, ja. Und vor allem, es kommt das ganze Abflusswasser zusammen. Ihr habt die Bilder die ganze Zeit gesehen. Wien hat hochgepokert und hat einen guten Hochwasserschutz. Aber ob es reicht, wir wissen es nicht. Es könnte sein, dass sie hier baden gehen. Aber mal ganz wichtig zu sagen, die ÖVP wollte das damals nicht. Es war die FPÖ mit der SVP. Und heute wäre es vermutlich ähnlich. Jetzt schaut euch mal an, das ist der gleiche 14. Bezirk in Wien. Dort gibt es Stellen, da reicht dieser Kanal schon nicht mehr und es läuft quasi in die angrenzenden Grundstücke hinein. Deswegen, es ist hier äußerst, äußerst spannend. Wir können nur hoffen, dass alle mit möglichst wenig Schaden, vor allem ohne Menschenleben, aus dieser Sache herauskommen. Und am Ende würde ich wetten, bauen sie ihre Häuser wieder an der gleichen Stelle auf und sagen, naja, bis zum nächsten Hochwasser wird's schon halten. Wenn wir zurückgehen in der Geschichte, ihr habt es sogar im Ahrtal gesehen, die Kapelle, sie stand auf einem Hügel, weil selbst die Mönche im Mittelalter wussten, Hochwasser sind nicht zu unterschätzen. Heute der moderne Mensch sagt, was soll ich mir so viele 100 Meter Abstand halten vom Gewässer, dann kann ich es nicht sehen. Ja, und wenn das Haus weggeschwommen ist, dann ruft man nach dem Steuerzahler. Ich habe gut reden, sagt ihr vielleicht, ja, meine Immobilie steht auf einem Berg, wenn die abgesoffen ist, dann brauchen wir alle eine Arche Noah. Also brauchen wir wirklich alle eine Arche Noah. Wenn mein Gebäude abgesoffen ist, dann sind wahrscheinlich 96, 97% des Gebäudebestandes abgesoffen. Ich bin gespannt, wie das jetzt auch in Dresden weitergeht. In Pirna können sie die Fluttore zumachen. Die Altstadt in Dresden soll heute Abend schon theoretisch überflutet sein. Es hängt jetzt daran, dass sie ihre Flutwände schnell genug aufstellen, aber die schaffen das in Dresden. Warnstufe 1 ist, das ist gewohnte Umgebung sozusagen. Das ist auch wie hier in Berlin, ein bisschen Wasser können wir alle. Es kommt aber hier, ihr habt die Bilder gesehen, es kommen unfassbare Regenmengen. Und wie Kachelmann-Wetter das wirklich ausgerechnet hatte, nur aufgrund der tiefen Schneefallgrenze ist Österreich vor einer schlimmeren Katastrophe bewahrt worden. Es fallen nur ungefähr 25% des Niederschlages als Regen, 75% schneien sich ab in höheren Gebirgslagen. Stellt euch vor, das wäre jetzt zu Anfang September passiert,
im Hitze-September, wie Sie immer sagten, bei über 30 Grad. Es wäre wirklich in einer richtigen Katastrophe geendet. Aber auch diesmal, wir können nur beten und wir können hoffen, vor allem auch für die Situation an der Elbe, dass das jetzt nicht noch schlimmeren Schaden annimmt. Auch für Polen, für Tschechien, die ganzen Städte, die unter Wasser sind. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, welche Politiker sich jetzt hier wieder Gummistiefel anziehen wollen, anstatt den Leuten endlich mal reinen Wein einzuschenken und mal die Frage zu diskutieren, wie nah bauen wir ans Wasser, wie tief bauen wir auf die Wasserlinie runter. Es werden ja teilweise inzwischen Gebäude gebaut, die mit dem Überbau ins Wasser stehen und es ist einfach völliger Wahnsinn. Es ist spätrömische Dekadenz, aber die Römer in ihrer Hochzeit, schaut euch mal die Rheinbrücke, also die Moselbrücke, tut mir leid, in Trier an. Die steht seit über 2000 Jahren und sie wird wahrscheinlich auch noch in 500 stehen. Sie wussten damals, was sie tun und auch damals ist ihre Zivilisation zugrunde gegangen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du nasse Füße heute bekommen oder bist du noch trocken? Abonniere unbedingt meinen Kanal und damit sage ich ciao, bis bald.